Willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster gerade Pfeil Gleichung. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man den y-Achsenabschnitt einer Geraden ablesen kann. Und dein Ziel für dieses Video ist es, die allgemeine Form einer Geradengleichung anzugeben. Das bedeutet, wir haben eine Geraden in ein Koordinatensystem eingezeichnet und wir sollen zu dieser Geraden dann die zugehörige Geradengleichung angeben. Hier sehen wir nun eine Geraden in einem Koordinatensystem dargestellt. Und diese Gerade hier ist die Lösungsmenge einer bestimmten Geradengleichung. Und unsere Aufgabe ist es nun, diese Geradengleichung herauszufinden und hier in die Box zu schreiben. Wir sehen hier sofort, dass diese Gerade nicht durch den Ursprung geht. Das heißt, wir suchen eine Geradengleichung in der allgemeinen Form, das heißt in der Form y ist gleich k mal x plus d. Dabei haben wir schon gelernt, dass das d unser y-Achsenabschnitt ist. Das heißt, wir können hier im Koordinatensystem schauen, an welchem Punkt schneidet die Gerade die y-Achse. Und dann können wir hier erkennen, dass die Gerade die y-Achse im Punkt 0, 1 schneidet. Das heißt, unser y-Achsenabschnitt ist hier der Wert 1. Das heißt, wir können für den Wert d sofort 1 einsetzen. Nun, das k ist die Steigung der Geraden. Und zur Wiederholung, was die Steigung aussagt, die Steigung sagt uns aus, wie stark sich die y-Koordinate der Geraden ändert, wenn sich die x-Koordinate genau um 1 ändert. Schauen wir hier wieder in das Koordinatensystem ein und wählen zwei Punkte, die wir gut ablesen können, das heißt, die ganzzahlige Werte haben. Zum Beispiel hier den Punkt 0, 1 können wir sehr gut ablesen und dann hier bei der x-Koordinate 1 und der y-Koordinate 3. Diesen Punkt können wir auch gut ablesen. Dann schauen wir uns an, wie groß die x- und y-Änderung zwischen den Punkten ist. Die Steigung k ist ja definiert als das Verhältnis einer y-Änderung mit der zugehörigen x-Änderung. Hier haben wir zwischen den Punkten eine x-Änderung, also ein Delta x von 1 und eine y-Änderung, also sprich ein Delta Y von, wir beginnen hier bei diesem Punkt, ist die Y-Koordinate 1 und hier ist die Y-Koordinate 3. Das heißt, der Unterschied, die Änderung ist 2. Das wäre mein Delta Y von 2. Das heißt, die Steigung ist dann 2 durch 1, also 2. Dann haben wir sowohl den Y-Achsenabschnitt d identifiziert als den Wert 1 und die Steigung hat den Wert 2. Das heißt, wir können nun die Gleichung der Geraden hinschreiben. Y ist gleich 2 mal x plus 1. Hier sehen wir eine weitere Gerade und wir sollen wieder die zugehörige Geradengleichung in der Form y ist gleich k mal x plus d finden. Wir werden das gleich gemeinsam machen, aber versuch das zunächst bitte selbstständig und pausiere dazu kurz das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also wir können zuerst wieder unseren y-Achsenabschnitt, also den Wert für d, herausfinden, indem dass wir schauen, an welchem Punkt die Gerade die y-Achse schneidet. Und das können wir hier sehr gut erkennen, nämlich beim Punkt 0,4 schneidet die Gerade die y-Achse, das heißt, d hat den Wert 4. Und dann suchen wir uns wieder zwei Punkte, die wir gut ablesen können. Und hier sehen wir den Punkt 0,4 und den Punkt 1,1. Das heißt, unser k, also k ist das Verhältnis aus einer y-Änderung zur zugehörigen x-Änderung. In diesem Fall haben wir
zunächst den y-Wert 4 bei der x-Koordinate 0 und dann bei der x-Koordinate 1 den y-Wert 1. Das heißt, der y-Wert ändert sich von 4 auf 1, also um minus 3, und die x-Koordinate verändert sich genau um 1. Das heißt, die Steigung k ist dann minus 3 und damit haben wir die Werte für k und d identifiziert und können die geraden Gleichungen hinschreiben. Y ist gleich minus 3 mal x plus 4. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe von diesem Fenster. Probier zunächst kurz bitte selbstständig die Geradengleichung zu dieser Geraden zu finden und pausiere dazu kurz das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam wieder über die Lösung sprechen. Gut, wir suchen wieder eine Geradengleichung in der allgemeinen Form. Y ist gleich k mal x plus d. Und wir können zuerst wieder den y-Achsenabschnitt d ablesen. Und zwar schneidet diese Gerade hier die y-Achse beim Wert, also beim y-Wert, minus 3. Das heißt, unser y-Achsenabschnitt hat den Wert minus 3. Und nun wollen wir wieder die Steigung ablesen, indem wir uns zwei Punkte aussuchen, die wir gut ablesen können. Und hier sehe ich diesen Punkt hier, also beim Wert 0,3. Und dann hier oben bei der x-Koordinate 3 und bei der y-Koordinate 1, also hier dieser Punkt. Zwischen den Punkten haben wir eine, also die Steigung. K ist definiert als das Verhältnis einer y-Änderung, also einer Änderung der y-Koordinate, zur zugehörigen x-Änderung. Hier in diesem Fall ändert sich die x-Koordinate von 0, hier ist sie 0, und hier ist sie 3. Das heißt, wir haben eine x-Änderung von 3. Und wir gehen ja von diesem Punkt hier 1, 2, 3 Schritte nach rechts und wir haben eine y-Änderung von hier ist unsere y-Koordinate minus 3 und hier bei diesem Punkt oben ist sie 1. Das heißt, wir haben eine y-Änderung von 4, nämlich von minus 3 auf 1 hinauf. Und damit ist unsere Steigung 4 Drittel. Das heißt, wir können wieder die Geradengleichung vollständig hinschreiben. Als y ist gleich 4 Drittel. Ups, jetzt habe ich hier bisschen außerhalb der Box geschrieben, macht nichts, mal x plus d, so plus in Gamma minus 3.